Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trends Version 2.02 Revision 865. Und wir sind jetzt hier wieder an dem Gegner angekommen und wollen mal gucken, ob wir den jetzt hier platt kriegen. Alter, das letzte Mal hatten wir so ein Motherleg. Herzlich willkommen, Kibbel. Hallo. Oh, herzlich willkommen, Mary. Hallo! So, und da sind wir wieder am Start. Die beiden versuchen hier kräftig zu kämpfen. Und ich versuche kräftig zu kommentieren. Wurf und Pfeil. Stiehlt den MP, das bringt gar nichts. Ist egal. Da hat der halt weniger MP. Haben die Gegner eigentlich auch richtige MP oder haben die dann einfach unendlich? Die haben nicht unendlich. Die haben richtig MP. Maximal 999. Okay. Ja. Dachte ich zumindest, dass das Maximum war. Obwohl, es kann auch nicht sein. Du ziehst ja später 999 ab. Ich glaube, nee, es muss mehr sein. 99.999 ist Maximum. Nein. Weil es muss ja auch als Hexwert irgendwo hinterlegt sein. Who knows? Ja, ne, irgendwo ist alles hinterlegt. Ja, sowas. Kann ja einfach sein, dass die Gegner unendlich viel MP haben. Nee. Beim ersten Teil gab es doch so Analyse, ne? Gibt's sie gar nicht. Stimmt, das war aber ein Zauber. Ja, das war ein Zauber. Mit welchem Geist war denn der Zauber? Tja, ich glaube Luna. Keine Ahnung. Höllen, bla bla. Tja, Kibbel, kriegst du ja von die Oma. Und warum? Ne, warum nicht? Warum nicht? Los, komm runter, du Sau, Mann. Oh. Molin runter mit dem Hammer. Was mit Sau gesagt? Ach, Leute. Sag mir doch, dass ich hier den blöden Timer wieder stellen muss. Ja, hast jetzt ungefähr eine Minute vorbei. Ja, ist ja okay. Komm schon. Ich könnte einen Bonbon gebrauchen. Los, Bonbon. Bonbon! Ja. Ha, Mary ist stumm. Und jetzt? Ich kann auch stumm kämpfen. Höllenaura! Und warum? Weil es kann. Ich kann. Gib dir voll. Das war eine gute Wahl, Kilby. Sehr strategisch. Ja. Genau. Tief strategisch, weiß. Und wir setzen hier die Jungs ein. Aber wie ich es vorausgesagt habe, ne? Da werden wir einmal sterben. Ja, bei mir seid ihr sogar tatsächlich gestorben. Ja, siehst du? Ja. Haben schon gesagt? Genau. Na. Mir glaubt ja wieder keiner. Warum rennt mir Mary hinterher? Ich weiß Mary, nicht. Super einsetzen. Sehr gut, Kibbel. Sehr gut. Sehr strategisch sehr gedacht. Macht Schatz. Du richtig hart zurück. Danke, dass du mich gehalten hast. Oh, das war sehr knapp, du. Das wäre beinahe. Ja. Das wäre beinahe ins Auge gegangen. Mhm. Wünsche. Du. Irgendwie erinnert mich die Musik gerade an Command & Conquer 1. Ja? So vom Beat her und so. Okay. Schwarzer Regen! Der haut aber wirklich mega rein, ja? Schwibberbons haben wir noch. Sonst der eine Angriff da, ja. Also nicht der schwarze Regen, der andere da. Komm, Bonbon. Schokolade haben wir auch nicht mehr so viel. Okay. Ah, du Arschgeist, Junge. Voll daneben gehauen, haha. Haha. Harr! Ich bin immer ein blöder Geist. Komm her. Höllenaura! Gerade wo ich in meinen Super reinhauen wollte. Wacht auf uns beide, oh mein Gott. Oh mein Gott. Das heißt, ihr teilt euch den Schaden. Immerhin. Wo ist er hin? Er ist weg. Sehr merkwürdig. Schon. Warum? Warum nicht? Warum?
Ja, warum? Was warum? Der haut ja. Warum? Warum stirbt der nicht einfach? Ja, echt mal. Warum ist er überhaupt da? Warum? Das ist voll der Poltergeist halt. Boah. Ihr habt es. Guck mal, wie Mary guckt. Voll krass. Pixel-Alarm. Wahnsinn. Unglaublich. Yeah. Sieg. Yeah, Sieg. Yeah. Nocturne. Kibbe ist Nocturne. Oder du? Ach ja, stimmt, ich bin ja nicht da. Nein, ich bin nicht. Du bist. Ich habe ja gerade gekämpft, wie wir. Ja, oder? Ist ja okay. Was machen wir? Ihr habt meine Seele befreit. Erlaubt mir, euch dafür zu danken. Du musst mal ein bisschen mystischer reden. Erlaubt mir zu danken. Klingt gut. Nocturne schließt sich an. Oh yeah. Und da bin ich auch wieder. Ich bin wieder ein Mensch. Und ich kann auch wieder laufen und winkeln. Ja. Pick schließt sich an. Und hast Hallo noch Pick. 49 Leben. Hallo Fee. Ja. Wenn Nocturne hier ist, dann könnte auch der Mana-Stein der Dunkelheit auf dem Schiff sein. Könnte, hätte Fahrradkette. hätte Fahrradkette. So, weiter geht's. Achso, ich... Drück jemand? Nein, der Stein ist weg. Nein, der Stein ist weg. Er existiert nicht mehr. Mystisch. Wut? Einst nutzten die Menschen die Kraft der Mana-Steine, um in Frieden zu leben. Doch dann entbrannte ein Krieg und das Siegel vom Mana-Stein der Dunkelheit wurde gebrochen. Das heißt, die Gottesbestie der Dunkelheit? Ja. Ja. Das war ein Echo. Ja. Die Gottesbestie zog über die Welt von Land zu Land wie eine düstere Plage. Die friedliche Kraft der anderen Mana-Steine nutzte sie fortan als Instrument des Todes. Vergiss nicht, so ein bisschen wie ein schlecht ausgebildeter, nicht deutsch sprechender Ausländer zu sprechen. Priester des Lichts! Oh Gott, warte mal. Priester des Lichts, gleiche Geschichte? So etwas hatte die Welt noch nie zuvor gesehen. Es ist so kristallklar und ultra HD. Sie brauchen nie wieder ins Kino zu gehen. Die Zivilisationen wurden vernichtet, unzählige Leben ausgelöscht. Der Mana-Stein der Dunkelheit existierte seitdem nicht mehr. Ich verbrachte meine Tage auf diesem Geisterschiff. Aber was geschah dann mit der Gottesbestie der Dunkelheit? Warum wurde die Welt... Achso, Verzeihung. Warum wurde die Welt nicht vernichtet? Schwer zu sagen. Eines Tages ist die Gottesbestie einfach verschwindibus. Oh mein Gott! Vielleicht ging sie fort zufrieden, dass ihre Arbeit getan war. Vielleicht lebt sie irgendwo in einer anderen Welt, in der Form eines anderen Mana-Steins. Vielleicht plant sie erneut einen Eingriff auf diese Welt. Wer weiß das schon? Möglicherweise ist sie verantwortlich dafür, dass Mana schwindet. Aber warum? Den check ich schnell. Ich tanze. Eisberg voraus! Meine Seele wurde befreit. Dieses Schiff wird bald verschwinden. Und ich mit ihr. Was? Unmöglich. Nein, wir wollen nicht in die Wasser landen. In die Wasser landen? Ich und nichts können schwimmen. Na toll. Ich kann nichts dafür. Cool, jetzt sind wir auf der einsamen Insel. Das ist die Insel von Dragon Quest 3 mit der Vulkan. Ja, genau, wo sein Vater gestorben ist. Genau. Was ist denn damit eigentlich, Dragon Quest? Ja. Läuft. Sand in der Fresse. Ah, wo bin ich?
Kandidat. Dem Geräusch des bald ausbrechenden Vulkans zu urteilen. Oh mein Gott, das ist total Klischee. Dem Geräusch des bald ausbrechenden Vulkans zu urteilen. Ich glaube, wir sind auf der Insel Buka. Sambuka. Es wäre womöglich klug, hier rasch zu verschwinden. Vulkaninsel Buka. Los, aufwachen, Herr Junge. Ich glaube, unsere Steuerung ist etwas verdreht, Kill Bill. Jetzt bist du es. Eure Scham. Jetzt. Jetzt ja. Was kann das so gewesen sein? Das frage ich mich auch. Ich will ja hoch. Ich will ja schlafen. Ja, du hast ziemlich wenig Leben. Verdammt. Nein. Voll die Sackgasse hier. Echt mal. Ist ja auch nicht so, dass man durch das seichte Wasser laufen könnte. Nein. So. Nein. Also wenn der Vulkan bald ausbricht, dann bin ich dafür, dass wir jetzt Richtung Vulkan rennen. Nein, ich bin dafür, dass man anders. Ich bin dafür, dass wir speichern. Gute Idee. Ich glaube, wir sollten mal wieder speichern. Sehr, sehr gute Idee. Möchtest du das Spiel auf Slot 1, 2 oder 3 speichern? Vulkaninsel Buka. Okay. Auch bekannt unter dem Namen Sambuka. Auch bekannt unter Alias und so weiter. Nein, nein. Los, komm, wir machen das nochmal. Wir rennen nochmal nach unten und dann wieder nach oben. Wir brauchen einen Speicherpunkt nehmen. Wow. Ich glaube, wir müssen warten, bis der Vulkan explodiert. Genau. Und uns mit der Lava davon. Ja, genau. Wir bauen uns aus der Lava ein Floß. Oh, guck mal. Das ist ja nett. Das ist unser Turpe, oder wie der heißt. Tortuga. Was? Wut. Was? Das große Schildkröte? Was geht ab? Was geht? Was geht ab? Was geht ab? Schildkröte. Aber ich glaube, der Speicherpunkt ist doch Quatsch. Außer ist etwas Neues. Außer die ist im Sumpf. Aber die ist nicht im Sumpf. Außer gibt es einen geheimen Geheimgang. Der geheime, geheimnisvolle Geheimgang. Aber den gibt es ja anscheinend nicht. Ich glaube, wir müssen die Schildkröte folgen. Ja, das hatte ich ja eigentlich vor. Ich dachte, dass wir die da perfekt abpassen, weißt du? Ach so, verstehe. Ja. Wow, das heißt, der Vulkan spuckert. Das heißt Bougie. Nee, Bougie. 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 Das ist ein französischer Vulkan. Nein, das ist die Frau, Mann. Das ist die Frau, weißt du? Wow, die Wut. Ja. Hey, da ging es doch gerade eben aber nicht lang, oder? Keine Ahnung. Das ist bestimmt durch Frau Bougie aufgegangen. Bougie? Das Zauberwort. Also, links, rechts. Ach, du nur mit deinem rechts, ey. Immer links. Also, ich sag's mal so: Die Game Designer gehen immer davon aus, dass wenn man nicht weiß, wo man lang gehen soll, dass man dann, die meisten gehen dann nach links. Ja, aber wir sind. Ja, wir gehen jetzt hier direkt zum Endboss, ist mir doch egal. Kibbel? Ja? Stocherst du schon wieder im Browser rum? Auf keinen Fall. Ich werde... Einfach wirklich, mache ich wirklich schnell. Es ruckelt schon wieder. Ja. Es ruckelt verdächtig. Ja, es ruckelt verdächtig. Das sind Wow. Torverschluss. Er bewegt sich auch schon wieder nicht. Und vor allem weiß er auf einmal, wie diese Frau ausgesprochen wird. Bouvier. Ja. Erwischt. Gar nicht wahr, ey. Was er gleich wieder von denkt, ey. Was ich nebenbei alles hier mache, ey. Tja, woher wissen Sie das nur? Tja, das kann ich Ihnen sagen. Also, Sie haben sich selber verraten. Woher wussten Sie, dass die Leiche in der Mülltonne lag? Warte mal, nein. Oh, was ist, wenn du jetzt Skip Ghost hast? Du hast mich voll mit angegriffen, ey. Selber schuld, das rennst du nur gut hin. Hätten wir uns beide wetten? Nein, das ist nur das Giftgas. Ah, okay, danke. Diese Riesenspeere sind einfach zu klein für uns zwei. Wir laufen direkt auf den Vulkan zu. Ja, das war ja auch mein Ziel. Da guck. Nein, jetzt auch bei deinen Geistern drauf. Cool. Willkommen in unserem Dorf. Nee, ich bin eine Maschine. HP und MP am. Ding aufgefrischt. You're feeling refreshed. Du auch. Hab ich ein gutes Handy? Hab ich endlich aufgefrischt. Yeah. Hammer geil. Ich wusste. Ich hab's voll gewusst, dass hier ein Speicherpunkt ist. Warum nochmal? Ich komm da nicht mehr weg. Weil ich da nicht mehr wegkomme. 3 auf 9. Nein. Ich kann mich nicht bewegen.
Der nächste Ausbruch wird gewaltig. Wenn du vorhast zu fliehen, dann flieh jetzt. Oh, eine Doppelstimme. Ja, das ist doch cool. Wir bleiben hier, weil ups. Ah. Wir bleiben hier, wir werden uns der Natur nicht widersetzen. Wir könnten versuchen, so eine Special-Effekte reinzubauen. So. Du liest die erste Hälfte und ich lese die zweite Hälfte. Ja, das ist zu viel. Liest abwechselnd jedes Wort. Welcome to your group. Drück den da egal. Es gibt nur einen jemanden, der da steht. Ich renn da nur durch und dann passiert das. Irgendwie. Ja. Schrappen. Was, wie heißt das? Wolfsgürtel? Für wen könnte der Wolfsgürtel nur sein? Vor allem ist es doch gar kein Gürtel, das ist ein Panzer. Ja, stimmt. Weitus Mandel, das ist halt der. Weito, Manka! Was ist das ein hier? Ein Streifenpanzer. Das ist Streifenhirnchen. Noch etwas verkaufen. Tschüssi. Bestimmt schön war. Hoffe ich. So, dann kaufen wir uns als nächstes Bonbons. Schokis auch. Schoki Schokolade, jeder mag sie. Können wir noch ein paar mehr kaufen, ne? Tja, wisst ihr, wo wir lang müssen? Okay, sehr gut. Also, das gibt uns perfekte Voraussetzungen für den nächsten Part. Ja, tatsächlich, du brauchst hier nur dran vorbeilaufen. Ja, ich sag's doch. Ja, du machst es auch noch. Aber weißt du, jetzt können wir abspeichern. Dann brauchen wir das nicht mehr kaufen. Ja, aber du machst es auch. Ja, das war jetzt ab. Weil dann brauchen wir das nicht mehr kaufen. Ja, ich speichere es auch noch. Jeder mal drüber. Wolltest du jetzt damit sagen, dass dieses Ding quasi die... Die Doofnudel ist, so ja. Wollte ich es jetzt nicht ausdrücken, aber... Auch ein Kunde hat es recht, ich weiß. So, dann kauf uns mal neue Hüte. Tigerkralle. Die bringt ja voll was, ey. 9 Punkte, voll krass. Stahldolch. 8 Punkte nur. Nice. Genau, kauft ja gleich 2. Mach dir. It's a me, Mario, ja. In einer westlichen Höhle, westlich von hier. Ja. In einer Höhle, also, westlich von hier, lebt der Seebewohner. Der Seebewohner. Los, komm. Ihr könntet dir helfen, von der Insel zu fliehen, aber der Eingang zu seiner Höhle ist versperrt. Tja. Aber was ist hier der Seebewohner? Können wir stehen, wenigstens ein Seebewohner oder irgend sowas? Nee, das ist halt der Seebewohner. Während eines Erdbebens fiel ein großer Fels vor den Eingang. Ja, die Schildgröße heißt halt einfach so. Nee, der heißt nicht Seebewohner, das weiß ich ja. Deswegen, ja, aber für die Bewohner heißt die so. Oh, trotzdem, komisch. Während eines Erdbebens. Ja, jetzt komm, mach weiter. Ich will uns hier mal nach außen müssen, dann speichern gehen. Von der Eingang, hast du das gelesen? Du musst wohl einen anderen Weg hineinfinden. Huch. Warte mal jetzt hier, geh nochmal zurück. Nein. Pass mal auf. Nix da. Ach, verdammt. Falscher Knopf. Ich beeile mich auch. Ich will es nur equippen. Ja, mach das mal. Ja, bevor wir es vergessen. Unsere tollen Items. Richtig, die Tigerkralle. Die ist aber lang. Ist sehr lang. And strong. Strong and long. Kannst du jetzt aussuchen, nimmst du die eine oder die andere Stahllanze, ne? Haut's zweimal, oder? Ja, ich hätte es zweimal gekauft. Doppelt halt besser. So, schnell speichern hier. Ich will mal zwei haben. Eine. So, was ist jetzt hier, Kebel? Ja, Wunder. Ja, los, erzähl, was ist hier nicht richtig? Ich glaube, da unten zwei Fehler, oder? Erstmal ist es klar soweit. Und jetzt ist es versperrt. Während eines Erdbebens fiel ein großer Fels vor den Eingang. Ach ne, ich glaube, das schon vor den Eingang. Okay. Du musst wohl einen anderen Weg kennen. Tja, Leute. Aber mit dem Seebewohner bleibe ich. Was willst du? So, Leute. Wir sind schon wieder durch mit diesem Part.
Wie es dann weitergeht, wie wir zu dem Seebewohner kommen und warum wir was überhaupt mit denen machen sollten, das erfahren wir dann hoffentlich im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Sailor Moon. Let's Play Secret of Mana 2. Das ist die Übersetzung von den G-Trends. Schaut mal vorbei auf secretofmana2.de und schaut auch mal vorbei bei den snes-projects.de. Schaut auch mal vorbei auf lompicker-lp.de und auf meinen YouTube-Channel, falls ihr das jetzt nicht über YouTube-Channel direkt gucken solltet, und Facebook gucken, lompicker-lp. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ja, wie gesagt, macht's gut, bis dahin und tschaußen. Tschüss. Ciao.